Oida, was geht ab, Leute? TBT hier. Heute mal mit einem Review zu den neuen TCG-Only Team Decks, jetzt im neuen Set rauskommen werden. Sneak ist diesen Samstag, beziehungsweise dieses Wochenende. Kommt drauf an, wann euer Shop offen hat. Wir werden hoffentlich auch vorbeischauen, ein paar Videos drehen. Und wir werden uns heute beide Team Decks anschauen, Spiral und Subterra. Weil beide jeweils nur vier Karten haben, also habe ich mal beides zusammengemischt. Fangen wir mal an mit den Spirals. Da haben wir als erstes Spiral Super Agent. Der ist ultra rare. Denke mal, der wird so eine Art Farmgirl sein für Cosmo. Erde, Warrior Level 4, 1-2 ATK, schon mal nicht schlecht. Auf Super mit Roter. Und sein Effekt ist, falls er in deiner Hand ist, kannst du einen Kartentypen, Monster, Zauber oder Falle nennen, die oberste Karte vom Deck deines Gegners vorzeigen. Und falls du das tust, Spezialbeschwör ihn, falls du halt richtig geraten hast. Und falls er Spezialbeschworen wird, durch einen Spiral-Effekt, sprich auch durch sich selber, kannst du eine Zauber- oder Fallenkarte wählen, die dein Gegner kontrolliert und zerstören. Den kannst du nur einmal pro Runde aktivieren, den Effekt. Beziehungsweise beide Effekte kannst du nur einmal pro Runde aktivieren. Auf den ersten Blick sieht der ganz interessant aus. Nicht übermächtig, aber schon sehr interessant. Macht theoretisch plus 1, wenn sein Effekt durchkommt. Und es kommt darauf an, was oder wie man das anstellen kann, dass man die Karten vom Gegner kennt, beziehungsweise was man dann mit diesen Informationen alles machen kann. Aber schauen wir mal weiter. Dann wäre als nächstes Spiral Quick Fix. Also der Rest der Spiral-Karten, jetzt die anderen drei, sind rare. Erinnert auch an Cosmo. Da war Farmgirl Ultra Rare, Forerunner und Slip Rider und Taunt Rare. Der ist jetzt Level 1, auch Erde und Maschine. 500 ATK, 400 Death. Und wenn der genommen oder gespecialt wird, kannst du eine Spiral Gear Karte von deinem Deck auf die Hand holen. Also so eine Art Searcher des Decks, Spiral Gear. Bisher gibt es nur eine Zauberkarte, die heißt Spiral Gear. Weiß nicht, ob noch Fallen kommen, die auch Spiral Gear heißen, aber ich nehme es nochmal an. Erinnert mich an den blauen Jungen bei Spellbooks. Und sein anderer Effekt: Falls der in deinem Friedhof ist und du einen Spiral Super Agent kontrollierst, kannst du eine Karte discarden und dann den Quick Fix aus dem Friedhof spezialbeschwören. Aber falls er danach das Spielfeld verlässt, wird er gebannt. Friedhofs Effekt immer gut, kann sich selber spezialbeschwören, dann was suchen. Sehr flexibel. Dann haben wir noch Spiral Gear Drone. Der ist jetzt Wind anstatt Erde. Maschine, Level 1. 100 ATK, 100 Death. Und wenn der genommen oder gespecialt wird, kannst du die obersten drei Karten von deinem gegnerischen Deck anschauen. Falls du das tust, kannst du die sortieren halt. Und während deines oder des gegnerischen Zuges kannst du den Tributen und dann ein Spiral Monster wählen, das du kontrollierst. Und das erhält 500 ATK für jede gegnerische Karte. Effekt kann man auch im Damage Step aktivieren. Und der andere Effekt, wenn der im Friedhof ist, kannst du den und eine Spiral-Karte vom Friedhof banishen und dann einen Spiral Super Agent von deinem Friedhof auf die Hand holen. Auch interessanter Effekt, auch solide. Kann man mit Maschinenduplizierung spielen, so wie den davor, aber umhauen tut es mich noch nicht. Dann kommen wir zu einer Zauberkarte. Spiral Gear Big Red, Ausrüstung. Aktiviert die Targete eines Spiral Monster in deinem Friedhof. Das kannst du spezial beschwören und das wird halt equipped. Und das ausgerüstete Monster kann nicht durch Kampf zerstört werden. Das waren die Spiral-Karten. Wenn ich es jetzt so mit Cosmo vergleiche, ist der erste Eindruck definitiv schwächer. Also bei Cosmo hat man schon das Thema des Decks gesehen, wohin die gehen wollen, in welche Richtung. Und da hatte man auch gleich ein paar Synergiekarten entdeckt, gesehen auf den ersten Blick. Hier sehe ich es noch nicht so. Bin gespannt, wie man es am Anfang spielen wird, mit welchem Themendeck oder welchen anderen Karten man es mischen wird, um es spielbar zu machen. Ich sehe jetzt noch keinen Impact, Einwirkung auf das Meta, aber dreimal den Super Agent sollte man sich schon auf jeden Fall ranholen für die Zukunft. Dann kommen wir zu den Subterras. Auch vier Karten, drei Monster, eine Zauberkarte. Die sind jetzt im Vergleich zu denen davor relativ teuer. Also, ich kenne die Preise noch nicht, aber haben eine Secret Rare und zwei Ultra Rares, soweit ich das sehen kann. Also, bisher war ja der Trend so, dass eins der TCG-Only Decks Meta geworden ist, das andere halt
relativ scheiße ist. Also schauen wir mal, ob es vielleicht die Subterras werden und nicht die Spirals. Dann fangen wir mal an mit Subterra Nemesis Warrior. Erde Warrior, Level 4, 1,8 ATK. Während eines beliebigen Spielzugs kannst du einen Subterra-Monster von deinem Deck auf den Friedhof legen. Diese Karte opfern und mindestens ein anderes Monster, damit die Sternenanzahl von beiden, also die du tributet hast, derselben Anzahl entspricht wie das Monster, das du auf den Friedhof gelegt hast. Und falls das so ist, dann kannst du das Monster, das du auf den Friedhof gelegt hast, spezial beschwören. Entweder offen oder verdeckt in die Verteidigungsposition. Und falls ein Subterra Behemoth aufgedeckt wird und der Kerl sich, also Nemesis Warrior, im Friedhof befindet, kannst du den spezial beschwören. Geht nur einmal pro Runde. Also ich sehe gerade, die anderen beiden heißen beide Subterra Behemoth. Also erinnert mich ein bisschen an Cosmo. Es gibt die kleinen und jetzt die großen, also wer weiß. Also bei den großen haben wir da zuerst Subterra Behemoth. Umastrix, der ist jetzt Ultra Rare. Erde, Reptil, Flip Effect, Level 7, 2000 ATK, 2700 Death. Flip, du kannst ein Monster vom Gegner wählen und das verbannen. Theoretisch nicht schlecht, außer das Wählen. Und den kannst du nur einmal pro Runde aktivieren. Und wenn ein Monster, das du kontrollierst, zugedeckt wird und du dann kein offenes Monster kontrollierst, kannst du den von deiner Hand specialen. Offen in die Verteidigungsposition. Und einmal pro Runde kannst du den zudecken. Erinnert mich an Flip-Flop-Deck. Auch ein interessanter Effekt. Bisschen verrückt. Die Mechanik ist sehr extravagant, sag ich mal. Kann noch nicht recht viel damit anfangen. Dann haben wir Subterra Behemoth, Stalagmo, Erde, Rock, Level 10, 2,8 ATK, 2,1 Death. Wieder Flip. Du kannst ein Subterra Monster discarden. Und falls du das tust, kannst du zwei Karten ziehen. Nur einmal pro Runde aktivierbar. Wenn ein offenes Monster, das du kontrollierst, zugedeckt wird, also wieder derselbe Effekt wie der andere, und du keine offenen Monster dann kontrollierst, kannst du den von deiner Hand specialen. Dann kommen wir zu der Zauberkarte, die wird Secret Rare sein. Hidden City, Spielfeld-Zauberkarte. Wenn die aktiviert wird, kannst du ein Subterra Monster von deinem Deck auf die Hand holen. Also eine schlechte Searcher-Karte. Und einmal pro Runde kannst du ein Face-Down-Defense-Position Subterra Monster wählen und es aufdecken, entweder in ATK oder in Defense. Und einmal pro Runde, wenn ein Gegner einen Angriff deklariert mit einem Monster, kannst du eins deiner Subterra Monster aufdecken, entweder in ATK oder Defense, und dann den Angriff negieren. Auf jeden Fall sehr interessante Effekte, coole Spielmechanik. Auch cool, dass die Flip wieder zurückgebracht haben. Ich sehe noch nicht so richtig die Win Condition von dem Deck, von dem Themendeck. Aber da kann man auf jeden Fall seiner Fantasie freien Lauf lassen. Versuchen da irgendwas zu basteln. Vor allem, weil es sehr TCG-only ist. Kann man nichts von Japan abschauen. Bin gespannt, was die Leute so für verrückte Sachen mit dem Deck anstellen werden. Das waren die TCG-onlys in dem Set. The Dark Illusion kommt jetzt dann raus. Im Vergleich zu den TCG-onlys-Themendecks davor. Definitiv schwächer auf jeden Fall. Aber wir werden sehen, was noch so rauskommt, was man mit den Decks so anstellen wird. Wie immer, hinterlasst unten in den Kommentaren, was ihr von den Decks haltet. Werdet ihr eins von den Decks spielen? Wie werdet ihr die Decks spielen? All das unten in die Kommentare. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Hey, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Funtainment München vorbei, wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.